Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute meinen Monatsrückblick für den Februar für euch. Etwas verspätet, aber ja, da ich letzte Woche einen kleinen Unfall hatte und mich danach ein bisschen schonen musste, konnte ich in letzter Zeit nicht so wirklich gut drehen. Und deswegen gab es jetzt auch eine kleine Pause. Ich glaube, 4 Tage oder so war das jetzt, wo es kein neues Video gab, weil ich einfach nichts mehr in Reserve hatte. Aber ja, heute drehe ich zumindest mal meinen Monatsrückblick für euch. Und ja, der Februar war ein wirklich grandioser Lesemonat. Also ich bin zumindest sehr zufrieden damit. Ich habe insgesamt 10 Bücher geschafft, was ich wirklich gut finde, weil der Februar ja auch ein bisschen kürzer ist. Da fehlen einem ja so 2, 3 Tage, die man sonst noch zum Lesen nutzen könnte. Insgesamt hatten diese 10 Bücher 4144 Seiten, was ungefähr 148 gelesene Seiten pro Tag macht. Und die Bewertung liegt bei durchschnittlich 4 Sternen. Wenn ihr jetzt übrigens die ganze Zeit hier so einen Schwanz durchs Bild, wie ihr den seht, das ist die liebe Emma, die liegt gerade auf meinem Schoß, die wollte mir etwas Gesellschaft leisten, also wundert euch nicht, wenn ihr hier immer so ein bisschen Fell durchs Bild fliegen seht. Ja, fangen wir mal an mit dem ersten Buch, was ich im Februar gelesen habe. Und zwar war das Young Elites von Mary Lou. Darauf habe ich mich ja wirklich sehr, sehr gefreut und war da sehr neugierig drauf. Von daher musste ich das auch wirklich gleich Anfang des Monats lesen. Hier geht es um, wie heißt sie nochmal, Adelina, die als Kind an einer Krankheit erkrankt ist, dem sogenannten Blutfieber, das zu der Zeit viele in ihrem Land befallen hat. Und durch diese Krankheit verfärbten sich ihre wunderschönen Haare plötzlich weiß und noch dazu wurde sie sozusagen mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet, auch durch diese Krankheit. Daraufhin entwickelt sich ihr Leben ja nicht so schön, weil sie durch diese Krankheit gezeichnet ist und solche Leute werden mit Argwohn betrachtet und mehr oder weniger ausgegrenzt. Das Ganze führt dann sogar so weit, dass diese Leute wie sie von dem König gejagt werden, sodass Adelina schließlich fliehen muss. Und dabei stößt sie auf die Gemeinschaft der Dolche. Diese besteht aus eben solchen begabten Menschen, wie Adelina einer ist. Und sie haben halt zum Ziel, ja, den König zu stürzen und sich so zu befreien. Aber dazu brauchen sie unbedingt Adelinas Hilfe. Ja, ich war wirklich sehr gespannt auf dieses Buch. Es ist ja, anders als erwartet. Dieses Buch hat eine besondere Protagonistin, so eine typische Anti-Heldin eigentlich, mit der, glaube ich, viele auch Schwierigkeiten hatten, was ich so mitbekommen habe. Ich muss aber sagen, dass ich gerade diese etwas ja andere Protagonistin total interessant fand. Sie ist einem jetzt nicht unbedingt mega sympathisch, sie hat halt auch recht viele ja, negative und zweifelhafte Eigenschaften, aber deswegen fand ich es gerade so interessant, halt zu beobachten, wie sie sich entwickelt, wie sie reagiert. Man konnte es halt auch nicht immer so abschätzen. Sie hat mich da öfters mit ihrem Verhalten überrascht. Ich muss aber sagen, dass ich sie dennoch zum Ende hin gar nicht mehr so unsympathisch fand, weil sie eben auch gezeigt hat, dass sie, wenn es drauf ankommt, auch irgendwie richtig handelt. Also ich konnte es dann schon nachvollziehen. Die Geschichte an sich fand ich sehr, sehr spannend. Auch die Welt, die Mary Lou da kreiert hat. Und mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und es hat von mir 4 Sterne bekommen. Es gab so zwischendurch so Momente, die sich so ein bisschen, also was heißt Momente? Stellen im Buch, die sich so ein bisschen gezogen haben, wo es ein bisschen spannender hätte sein können. Aber insgesamt hat mir das Buch wirklich gut gefallen und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig auf den zweiten Teil. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt zu dem Buch, gibt es auch bereits eine Rezension auf meinem Kanal. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten, ja, mir hat es sehr gut gefallen. Mit 2 Abonnentinnen zusammen habe ich dann gelesen von Elizabeth Miles, Im Herzen der Zorn. Das ist der zweite Teil der Furien-Trilogie. Den ersten haben wir auch zusammen gelesen Ende letzten Jahres. Und ja, jetzt wollten wir den zweiten zusammen lesen. In dieser Trilogie geht es um ein kleines Dorf, wo plötzlich 3 seltsame Mädchen auftauchen. Und diese 3 haben ein besonderes Ziel. Sie wollen nämlich Menschen für ihre Sünden bestrafen. Und dabei fällt ihre Wahl unter anderem auf Emily, unsere Protagonistin, die halt ja ein Geheimnis hütet. Und das wird ihr letztendlich zum Verhängnis. Was genau passiert, müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat der erste Teil wirklich gut gefallen. Er war überwiegend ruhig, hat in der zweiten Hälfte dafür aber mächtig angezogen durch so eine krasse Wendung. Ich habe so ungefähr erwartet, dass der zweite Teil genauso wird. Er hat mir auch insgesamt gut gefallen, aber doch nicht ganz so gut wie der erste Teil. Weil auch der war jetzt eher ruhig, aber hier fehlte halt leider diese Mega-Wendung. Hier war zwar auch dann der zweite Teil des Buchs wieder etwas spannender, gerade zum Ende hin passierte dann so einiges.
Aber vorher, ja, war es mir dann stellenweise echt zu ruhig und ich hatte auch manchmal das Gefühl, es dreht sich so ein bisschen alles im Kreis. Nichtsdestotrotz bin ich sehr neugierig, wie das Ganze ausgeht und bin sehr gespannt auf den dritten Teil. Der zweite hat von mir jetzt 3,5 Sterne bekommen. Ich glaube, der erste hatte 4 bekommen. Also ja, der zweite leider etwas schwächer, aber insgesamt trotzdem hat er mich trotzdem gut unterhalten. Ebenfalls in einer Leserunde gelesen habe ich dann Witch Hunter, Herz aus Dunkelheit von Virginia Böcker. Das ist der zweite und letzte Teil der Witch Hunter-Reihe. Und das habe ich gelesen mit der lieben Jessie von Melody of Books, der Jenny von Regenbogengarten und der Lea von When Love Speaks. Ja, wir haben auch den ersten Teil zusammen gelesen. Ich glaube, im Januar war das im Januar, ja. Hier geht es um Elizabeth, die eine Hexenjägerin ist, die dann aber durch einen unglücklichen Zufall selbst der Hexerei angeklagt wird. Und sie erwartet natürlich, dass sie von ihren Freunden oder auch von ihrem Lehrmeister gerettet wird. Das geschieht aber nicht. Stattdessen wird sie kurz vor ihrer Hinrichtung von dem größten Magier des Landes gerettet, der natürlich aufgrund ihres Berufs als Hexenjägerin eigentlich ihr Feind ist. Doch er braucht ihre Hilfe. Warum, weshalb, wieso, das müsst ihr alles selber lesen. Mir hat der erste Teil schon wahnsinnig gut gefallen. Er hat 5 Sterne von mir bekommen und auch der zweite Teil konnte da eigentlich fast genauso dran anschließen. Hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Er hatte so ein paar, ja, Macken, sage ich mal, aber nichts Großes, wo ich jetzt sagen würde, das macht die Bewertung schlechter oder das hätte mich jetzt groß gestört oder so. Also insgesamt fand ich die Geschichte wirklich von Anfang bis Ende perfekt, sehr spannend. Ich habe die Charaktere total ins Herz geschlossen, ich mochte den Schreibstil und ja, ich bin echt froh, dass ich diese Reihe jetzt gelesen habe. Dann ist bei mir im Februar eingetroffen The Amateurs, Wer zuletzt stirbt von Sarah Shepard und das habe ich dann auch ganz spontan fernab von meiner Leseliste angefangen zu lesen. Hier geht es um Erin, die vor einigen Jahren ihre Schwester verloren hat, die ist plötzlich verschwunden. Und einige Zeit später hat man dann ihre Leiche gefunden und die Geschichte spielt 6 Jahre ja, nach diesem Vorfall, wo die Polizei dann bereits diesen ja, Mordfall zu den Akten gelegt hat und sich nicht weiter darum kümmert. Doch Erin kann das Ganze nicht so vergessen und nicht so hinnehmen und beschließt, selbst nachzuforschen. Und sie postet dann in einem Internetforum, das sich mit offenen Fällen beschäftigt, einen Hilferuf, der dann auch erhört wird, und zwar von Seneca, Maddox und Brad. Das sind 3 Jugendliche, die sich eben auch auf dieser Seite rumtreiben und die ihr helfen wollen. Und gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem Mörder von Erins Schwester, machen dabei schockierende Enthüllungen und geraten sogar selbst in Gefahr. Ja, das ist der erste Teil einer neuen Reihe von der Autorin von Pretty Little Liars. Da dürfte sie, denke ich mal, den meisten von bekannt sein. Ich habe von ihr noch nichts gelesen. Ich habe halt die Serie geguckt, fand die immer total genial und dachte mir auch, okay, du musst unbedingt mal was von der Autorin lesen. Ich habe auch, wie heißt das? The Perfectionists hier neben mir stehen. Das habe ich aber noch nicht gelesen. Aber ja, das Buch klang so gut und als es hier angekommen ist, musste ich es einfach sofort beginnen. Und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und mich auch daran bestätigt, dass ich weitere Bücher von der Autorin lesen muss. Ich fand die Geschichte sehr spannend. An vielen Stellen hat sie mich auch überrascht und war unvorhersehbar. Die Charaktere fand ich interessant. Ich hatte vorher gehört, dass öfters das Problem war, dass in diesen Büchern von Sarah Shepard sehr viele Charaktere vorkommen und man sich nicht alle merken kann. Ich fand, bei dem Buch ging es, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber hier war es so, dass ja, es zwar sehr viele Charaktere waren, man aber sich eigentlich nur näher mit denen beschäftigt hat, die am Ende auch wichtig wurden. Also die Charaktere, die wirklich wichtig für die Handlung waren, die hatte man auch im Kopf, weil sie oft genug erwähnt wurden oder mit der Handlung zu tun hatten und die anderen unwichtigen Charaktere halt nicht. Und von daher hatte ich jetzt nicht so das Problem, dass ich da irgendwie durcheinander gekommen wäre. Es gab so einen Moment, wo ich dachte, okay, wer war das nochmal? Aber das hat sich auch recht schnell anhand der Handlung wieder erklärt. Von daher war das jetzt nicht so problematisch. Und ja, auch ansonsten hat mir die Geschichte wirklich sehr gut gefallen. Das Ende fand ich total verstörend. Also es ist ein echt fieses, offenes Ende und ich fiebere jetzt schon auf den zweiten Teil hin, weil es so gemein war und ich saß echt da und dachte so, was? Das kann's ja nicht sein. Also wirklich, ich fand es total erschreckend und verstörend und ich hatte richtig Angst in dem Moment, als ich begriffen habe, was da so vor sich geht. Also wirklich genial
Und ja, das Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Auch dazu gibt es schöne Rezensionen, die könnt ihr euch gerne angucken, falls ihr da noch mehr wissen wollt. Dann wollte ich im Februar ja auf jeden Fall auch noch eine Liebesgeschichte oder sowas in der Art haben und hatte mir daraus gesucht Almost von Anne Elliot. Und das habe ich dann auch gelesen. Hier geht es um Jess, die vor 3 Jahren ja etwas Schreckliches erlebt hat, woraufhin sich ihr Leben halt total verändert hat, beziehungsweise woraufhin sie sich total verändert hat. Sie hat aber ein Ziel, sie möchte zur Normalität zurückfinden und möchte im Sommer oder nach dem Sommer unbedingt aufs College gehen. Doch ihre Eltern ja zweifeln, ob sie das schafft, und um sie davon zu überzeugen, muss Jess einiges erreichen. Zum einen braucht sie in den Ferien unbedingt ein Praktikum oder einen Job und sie braucht unbedingt einen festen Freund. Und dann hat sie tatsächlich für ihr absolutes Traumpraktikum ein Vorstellungsgespräch. Und bei dem trifft sie auf Gray. Und Gray will diesen Job auch unbedingt haben. Und so schließen die beiden einen Handel ab. Und zwar arbeiten sie beide bei diesem, also machen beide dieses Praktikum. Aber Gray bekommt das ganze Geld dafür und spielt im Gegenzug den ganzen Sommer lang den Freund von Jess. Was Jess allerdings nicht weiß, ist, dass Gray in dieser Nacht, die für sie alles verändert hat, eine sehr, ja, wichtige Rolle gespielt hat. Und dass er auch schon länger heimlich in sie verliebt ist. So viel zum Inhalt. Ich fand das Buch wirklich richtig toll. Es hat einen sehr lockeren, vor allem auch sehr humorvollen Schreibstil, womit ich anfangs echt nicht gerechnet hätte. Aber gerade die Dialoge zwischen Jess und Gray waren sehr spritzig, lustig. Da musste ich öfters lachen. Die Geschichte an sich hat mich auch sehr gut unterhalten. Ich finde es sehr gut, dass man hier sehr früh erfährt, was mit Jess passiert ist, weil sie halt viele Verhaltensweisen hat, für die man sonst keine Erklärung hätte, sage ich mal. Und weil ich es doof finde, dass es bei ganz vielen Büchern ewig lang herausgezögert wird und letztendlich ist es doch irgendwie immer das Gleiche oder man hätte es sich schon 3-mal denken können oder es ist längst nicht so dramatisch, wie man es dann erwartet, weil es halt so hinausgezögert wird und da so ein Geheimnis drum gemacht wird. Und das war hier nicht so, das fand ich wirklich sehr gut. Was hier stattdessen geheim war, sage ich mal, war die Rolle von Gray. Ja, ich fand das Buch bis auf ein paar Kleinigkeiten wirklich gut. Auch das hat 4 Sterne von mir bekommen und auch dazu gibt es bereits eine Rezension. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall, ja, ans Herz legen. Gerade jetzt so zum Frühling, Sommer hin, finde ich, da passt es sehr gut. Wenn ihr Lust auf so eine lockere, leichte Liebesgeschichte habt, die sich schnell wegliest, dann ist das auf jeden Fall was. Mit der lieben Clary Morgenstern zusammen habe ich dann natürlich auch ein Buch gelesen. Und zwar war das Eis wie Feuer von Sarah Rush. Das ist der 2. Teil der, ja, wie heißt so, Schnee wie Asche Trilogie, keine Ahnung. Dürften auch viele von euch kennen. In Schnee wie Asche, dem 1. Teil, geht es um Mayra. Es geht um ein, ja, um eine Welt, die nach Jahreszeiten unter anderem unterteilt ist. Und Mayra kommt eigentlich aus dem Winterkönigreich. Dieses wurde jedoch vor einiger Zeit bei einem Krieg zerstört und sie ist seitdem mit einer kleinen Gruppe von Menschen ja, auf der Flucht. Dazu gehört auch Metha, der ja, Thronfolger von Winter. Und sie will halt alles tun, um Winters Magie zurückzuerobern und das Land wiederherzustellen und findet dabei, ich weiß gar nicht mehr, was beim Klapptext vom 1. Teil so draufsteht, jetzt vor allem nachdem ich den 2. gelesen habe. Auf jeden Fall geht es auch um Magie und Mayra gerät da in eine Geschichte hinein, die sich anfangs gar nicht hätte träumen lassen und findet auch sehr viel über sich selbst heraus, was alles verändert. Was genau das ist, müsst ihr letztendlich selbst lesen. Ich will euch jetzt echt nicht zu viel verraten, aber ich habe gerade den Klappentext vom 1. Teil echt nicht mehr im Kopf. Und dadurch, dass ich den 2. jetzt gesehen habe, weiß ich ja natürlich noch mehr. Deswegen will ich euch da jetzt, ich sag jetzt lieber gar nichts mehr zum Inhalt. Das ist auf jeden Fall der 2. Teil. Hat mir gut gefallen, war leider nicht ganz so stark wie der 1. Teil, aber auch nicht so schwach, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, was für eine Fortsetzung. Insgesamt war es wirklich gut. Man lernt hier das Land, beziehungsweise die Welt, in der Mayra lebt, noch deutlich besser kennen, weil sie hier ja, aus bestimmten Gründen durch verschiedene Königreiche reist, die man dann halt kennenlernt und kommt eine wirklich sehr facettenreiche Welt zum Vorschein, die ich wirklich sehr schön finde, sehr gut gestaltet finde. Was mich bei dem Buch ein bisschen gestört hat, war zum einen, dass es zwischendurch recht langatmig war und zum anderen, dass mir Mayra zwischendurch echt auf die Nerven ging. Sie hat da so Reaktionen und Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die ich manchmal nicht so ganz verstehen konnte, die sie zwischendurch sehr zickig haben wirken lassen und das ging mir so ein bisschen auf den Keks, aber davon abgesehen hat mir diese Fortsetzung wirklich, wirklich gut gefallen und sie bekommt auch 4 Sterne von mir.
Wenn ihr Teil 1 schon gelesen habt und genaueres zum zweiten Teil und zu meiner Meinung wissen wollt, auch dazu gibt es bereits eine Rezension auf meinem Kanal, also schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mich auf den dritten Teil freue, weil auch dieses Buch ein, ja, recht offenes und auch irgendwo gemeines Ende hatte. Oh, ja, es hat mich ein bisschen fertig gemacht, aber davon abgesehen, ja, fand ich das Buch dann ganz gut. So, 4 Bücher haben wir noch. Das nächste habe ich ebenfalls mit einer Abonnentin zusammengelesen. Und zwar ist das Wer die Lilie träumt von Maggie Stiefvater. Das ist der zweite Teil von der Raven Boys, heißt es, glaube ich, Trilogie, beziehungsweise der zweite Teil von Wen der Rabe ruft. Dort geht es um Blue, die, ja, besondere Fähigkeiten hat. Auf jeden Fall sieht sie eines Tages den Geist von einem Jungen, und dass sie diesen Geist sehen kann, kann nur eins bedeuten, das wurde ihr schon seit ihrer frühesten Kindheit ja, eingebläut, nämlich, dass sie für seinen Tod verantwortlich sein wird, beziehungsweise dass es ihre große Liebe sein wird, die sie durch einen Kuss töten könnte. Und kurz darauf trifft sie diesen Jungen dann auch noch im wahren Leben. Wie es dann weitergeht, müsstet ihr selbst lesen. Ich möchte euch auch hier nicht zu viel verraten. Der erste Teil hat mir damals ganz gut gefallen. Ich fand ihn ein bisschen schwer, wobei das das falsche Wort ist. Also nicht im Sinne von schwer zu verstehen, sondern von dieser Stimmung her. Die ist sehr düster und drückend zwischendurch. Und das war auch eher so das Problem beim zweiten Teil. Der hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen wie der erste. Was einfach daran liegt, dass der zum einen war die Handlung wirklich sehr lang gezogen, fand ich. Also das Buch hätte locker 200 Seiten weniger haben können. Und es wäre trotzdem, also es wäre viel spannender gewesen, weil so hatte es sehr viele für mich langatmige Stellen. Dann war, wie gesagt, die Stimmung immer total drückend und deprimierend, und das ist irgendwie was, das kann ich nicht haben beim Lesen, wenn mich das so runterzieht. Ich weiß auch nicht. Das war hier wirklich alles die ganze Zeit so trist und traurig und deprimierend. Dabei war es noch nicht mal von der Geschichte an sich her unbedingt die ganze Zeit traurig, aber irgendwie der Stil war so. Ich weiß auch nicht. Und das hat mich beim Lesen jedes Mal total runtergezogen. Und das kann ich nicht haben, weil dann werde ich beim Lesen auch deprimiert und bin dann schlecht gelaunt hinterher. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Und ja, das Dritte, was mich auch so ein bisschen gestört hat, war, es gibt da diese eine Perspektive in diesem Buch, die neu, glaube ich, dazugekommen ist. Ich glaube, die gab es im ersten Teil noch nicht. Ich weiß es nicht mehr genau, weil das ist bei mir schon eine ganze Weile her. Auf jeden Fall dachte ich da am Anfang, oh, damit wird es spannend, weil das zeichnete sich halt so ab, dass es im weiteren Verlauf echt spannend werden könnte. Letztendlich war diese ganze Perspektive aber total unnötig, weil dieser Konflikt, der da eigentlich durch entstehen könnte oder entstanden ist, der löst sich dann einfach auf, ohne großes Drama. Und da dachte ich mir hinterher echt so, ja, pff. Wozu denn jetzt das Ganze? Das hätte man genauso gut weglassen können, in meinen Augen zumindest. Und ja, also insgesamt habe ich mich echt so ein bisschen durch dieses Buch durchgeschleppt. Ich habe überlegt, wie ich es bewerte. Ich war mir erst nicht sicher. Ich habe dem Ganzen letztendlich 3 Sterne gegeben. Von der Geschichte her ist es nicht schlecht, aber also es gab auch ein paar interessante Neuigkeiten, Enthüllungen, wie auch immer, Entwicklungen. Aber es war mir echt zu lang und ich weiß auch nicht. Ich habe im Moment noch nicht so Lust, den dritten Teil zu lesen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mich dieser Reihe wirklich weiter widmen will, weil sie ja, glaube ich, insgesamt 5 Teile haben wird. 4 gibt es ja auf jeden Fall. Und wenn ich mich jetzt durch den zweiten schon so durchquäle, ich weiß nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich habe zwar gehört, der dritte soll wieder besser sein, aber also im Moment ja, habe ich da nicht so die Motivation. Ich muss mal gucken, wie ich das mit der Reihe dann mache. Dann habe ich eine Reihe angefangen, auf die ich auch sehr neugierig war, weil ich von der Autorin nämlich schon eine andere Reihe komplett gelesen habe, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar habe ich gelesen Spinnenkuss von Jennifer Estep. Das ist der erste Teil der Elemental Assassin-Reihe. Ja, ich habe von der Autorin ja schon die Mythos Academy gelesen, und auch wenn die Bücher da anfangs noch so ihre Schwächen hatten, wurde das ja mit jedem Buch besser. Da hat man gemerkt, okay, der Schreibstil festigt sich und so weiter, und mir hat die Reihe wirklich sehr gut gefallen. Und von da war ich sehr, sehr neugierig und ich war auch sehr überrascht. Hier geht es um, wie heißt sie nochmal, Gwen, glaube ich? Nee, Gwen heißt sie in der Mythos Academy. Jin, genau.
Hier geht es um Jin, die ja, etwas ganz Besonderes ist, denn zum einen hat sie magische Fähigkeiten, sie ist ein Elementar und zum anderen ist sie eine Auftragskillerin. Und sie bekommt dann einen Auftrag, der zunächst zu sein scheint wie jeder andere auch, aber letztendlich war das Ganze eine Falle. Und um herauszufinden, wer ihr diese Falle gestellt hat und wer ihr da was Böses will, muss sie dann mit einem Detective zusammenarbeiten, der eigentlich natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie Auftragskillerin ist, ihr Feind ist. Ja, so viel dazu. Das ist der Start einer recht langen Reihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es mittlerweile gibt, aber auf jeden Fall ja, wird sich das auch noch ein bisschen ziehen, bis ich die Reihe dann irgendwann mal beendet habe. Ja, was soll ich sagen? Ich wusste, dass dieses Buch anders sein soll als die Mythos Academy Reihe. Dass es wesentlich erwachsener sein soll, was schon allein daran liegt, dass das Thema halt ein anderes ist, aber auch daran, dass die Protagonistin auch schon um die 30 ist. Ich war so drauf vorbereitet, aber irgendwie hat mich dieses Buch dann im ersten Moment doch vollkommen, ja, nicht schockiert, aber doch etwas sprachlos gemacht, weil es wirklich sehr anders ist. Also recht düster, auch recht brutal. Jin ist echt ein Charakter, an den ich mich auch erstmal total gewöhnen musste, weil, ja, dadurch, dass sie Auftragskillerin ist, gehen halt auch gewisse Charaktereigenschaften mit einher, wo ich echt erstmal schlucken musste und, oh Gott, ich musste mich echt erstmal mit ihr anfreunden. Ich bin mir jetzt am Ende des Buchs auch immer noch nicht sicher, was genau ich von ihr halten sollte. Es war jetzt nicht so, dass ich sie nicht mag oder so, aber es war echt ein bisschen schwer, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und so war ich die ersten 100, 200 Seiten erstmal so vollkommen verwirrt und wusste überhaupt nicht, was ich von dem Ganzen halten sollte. Letztendlich fand ich das Buch aber dann doch ganz gut. Ich habe mich mehr oder weniger an die Protagonistin gewöhnt, an ihre Art zu denken, zu handeln. Der Schreibstil gefiel mir sehr gut. Also im Vergleich zur Mythos Academy fand ich, war hier echt eine große Steigerung erkennbar. Es war auch eine sehr spannende Geschichte, wobei ich sagen muss, für mich war die erste Hälfte zwischendurch doch recht langgezogen, aber die zweite Hälfte konnte mich dann komplett überzeugen. Und ja, ich werde diese Reihe auf jeden Fall weiterverfolgen. Ich bin sehr neugierig, wie es weitergeht und das Ganze hat von mir 4 Sterne bekommen. Ja, ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Wenn ihr neugierig seid, auch dazu gibt es bereits eine Rezension. Dann das wohl dünnste Buch, was ich seit langem gelesen habe, war Raum 213, Gefühlvolles Grauen von Amy Crossing. Das süße kleine Ding hat nur wie viel? 176 Seiten und das habe ich an einem Tag weggelesen. Dies ist der dritte Teil einer vierteiligen Reihe, wobei ich sagen muss, dass man eigentlich jeden Teil im Prinzip für sich lesen kann. Also wenn man da irgendwie länger Zeit zwischen hat und nicht mehr weiß, was genau passiert ist, ist das total egal. Hier geht es letztendlich nur darum, dass es in einer Schule einen besonderen Raum gibt, nämlich den Raum 213. Und jeder, der diesen Raum betritt, kommt da entweder nicht mehr lebend raus oder dreht ja total durch. Also ich glaube, das war so im ersten Teil, geht es damit los, dass es da so eine Geschichte über einen Jungen gibt, der in diesem Raum eingesperrt war und danach war der total psychisch hinüber, sage ich mal, und hat kein Wort mehr gesprochen und niemand wusste, was genau da passiert ist. Im dritten Teil geht es jetzt auf jeden Fall um Lilly, die ja total glücklich ist. Sie hat eine beste Freundin, sie ist frisch verliebt, hat einen Freund und alles läuft rund für sie. Doch dann taucht Kendra, heißt sie glaube ich, auf und die bringt alles durcheinander. Sie spannt ihr ihren Freund aus, sie nimmt ihre beste Freundin für sich ein und Lilly, ja, steht plötzlich außen als Zuschauerin, sage ich mal. Und eines Tages sieht sie dann, wie Kendra in Raum 213 geht. Und für eine Sekunde kommt ihr der Gedanke, sie könnte ihr einfach die Tür zumachen, dann wäre sie Kendra für immer los. Und ja, was sich daraus dann entwickelt, das verrate ich euch jetzt natürlich nicht. Wie sie sich entscheidet, das müsst ihr selbst lesen. Mir hat das Buch gut gefallen, allerdings nicht mehr so gut wie die Vorgänger, weil, ich weiß auch nicht, es war einfach von der Spannung her nicht so bombastisch, hat mich jetzt nicht so gepackt. Es war großes Teenie-Drama und Rumgezicke die meiste Zeit. Und diese Sequenzen um den Raum 213 selbst fand ich sehr kurz und knapp diesmal. Und ja, von da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe dem Ganzen letztendlich 3 Sterne gegeben. Also den ersten Teil fand ich bisher deutlich am besten. Der zweite war auch noch stärker auf jeden Fall als der dritte. Ich hoffe, dass der vierte jetzt nicht noch schwächer wird, sondern nochmal eins drauflegt und sich den ersten beiden Teilen vom Niveau ein bisschen annähert. Ja, sonst kann ich dazu nichts sagen. Und zu guter Letzt habe ich dann noch eine Fortsetzung gelesen und zwar Zersplittert von Terry Terry. Das ist der zweite Teil der Gelöscht-Reihe. Ich glaube, dazu brauche ich inhaltlich echt nichts mehr sagen. Ich glaube, ihr kennt das alle, falls nicht, ich verlinke euch aber Teil 1 auf jeden Fall unten in der Infobox. Ja, ich habe Teil 1 gelesen. Wann war das? Vor
2 Jahren oder so. Also es ist echt schon lange her. Dementsprechend wenig wusste ich noch vom Inhalt. Ich habe mich dann im Internet informiert. Es gibt so einen Blog, wie heißt der denn jetzt? Ich glaube Spoilerparadies, wo man halt zu einigen Büchern den kompletten Inhalt lesen kann. Halt nicht nur den Klapptext, sondern wirklich von vorne bis hinten, was passiert ist. Was ich ganz gut fand, da habe ich das Buch gefunden und habe mir das alles nochmal durchgelesen. Dann ist auch recht schnell meine Erinnerung wieder zurückgekehrt. Und dann habe ich mich an diesen zweiten Teil gemacht, hatte recht hohe Erwartungen, weil ich genau wusste, der erste Teil hat mir sehr gut gefallen. Vor allem von seiner Art her Spannung aufzubauen, weil das irgendwie immer so eine nicht so eine offensichtliche Spannung war, sondern eher so eine unterschwellige, bedrohliche Stimmung, die sich so durchs ganze Buch gezogen hat und immer stärker wurde, bis sie am Ende, ja, sich komplett entladen hat, sage ich mal. Sowas habe ich mir vom zweiten Teil auch erhofft. Leider hat mir der zweite Teil jetzt nicht ganz so gut gefallen. Ich fand ihn, ja, größtenteils sehr ruhig und zwischendurch auch echt langweilig und ohne große Entwicklung. Es gab dann Gott sei Dank noch ein paar Wendungen und zum Ende noch eine wirkliche Überraschung, die mir dann doch wieder Spaß gemacht hat, weshalb ich den dritten Teil auch auf jeden Fall lesen werde und mich drauf freue. Aber ja, zwischendurch fand ich, ging es echt schleppend voran und war nicht mehr vergleichbar mit dem ersten Teil leider. Ich habe dem Ganzen dann nach langem Überlegen 3,5 Sterne gegeben. Ja, es ist nach wie vor gut geschrieben. Ich mag die Protagonistin, ich finde die Idee an sich gut, aber es war halt von der Spannung her mir echt ein bisschen zu wenig hier. Ansonsten aber okay und ja, 3,5 Sterne, wie gesagt. Ja, das war er, mein Lesemonat Februar. Ich bin wirklich sehr zufrieden, bis auf 2, 3 Ausrutscher waren es ja auch wirklich sehr, sehr gute Bücher, über die ich mich sehr gefreut habe, mit denen ich viel, viel Spaß hatte. Mein Highlight auf jeden Fall, keine Ahnung, Young Elites war auf jeden Fall sehr gut und auch Witchhunter hat mir sehr gut gefallen und The Amateurs auf jeden Fall auch, weshalb ich auch ganz bald wieder ein Buch von Sarah Shepard lesen will. Ansonsten, ja, bleibt mir zum Februar nichts mehr zu sagen, der ist jetzt abgehakt. Ihr dürft mir gerne mal erzählen, was ihr im Februar so gelesen habt. Habt ihr schon eins der Bücher gelesen, die ich euch gerade gezeigt habe, dann teilt mir gerne eure Meinung mit und ansonsten, ja, war's das an dieser Stelle. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und dann bald einen guten Start ins Wochenende und dann war es das von mir. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!